Huhu, Leute, ich bin Flasho. Willkommen zu meinem Guild Wars 2 Fraktal Video Guide zum Riff der Sirene. Das ist ein Fraktal, mit dem viele Gruppen Probleme haben. Trotzdem werdet ihr in diesem Video lernen, wie man durch dieses Fraktal einigermaßen gut durchkommt. Das heißt, was man zum Teil auch bei einigen Bossen beachten muss, um zum Beispiel sein Bild anzupassen, um Segen entfernen zu können. Oder auch, wie man als Team in einigen Stellen gut zusammenspielt, um einige Passagen einfach schneller und auch leichter zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und dann natürlich auch viel Erfolg beim Nachmachen. Ich habe es überall rum erzählt bei meinen Kollegen. Hey, ich bin im Stream und so. Ja. Nee, danke. Danke für die Einladung. Auf jeden Fall. Oh, kein Ding. So, jetzt muss ich noch... Oh, jetzt kommen hier wieder... neue Sachen rein. Ich habe jetzt hier noch ein paar plus 9er Infusionen geschickt bekommen. Die Rabenkönigin höchstpersönlich. Solange ihr Schatz auf dieser Insel verteilt. Okay, gut. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles machen. Es wird immer mehr, Leute. Okay, jetzt am Anfang hier ist einfach nur töten. Also wir rennen jetzt hier hin und verprügeln einfach alles. Das sind die Mechanics hier. Beim neuen Addon gab es da auch Fraktale, ich weiß es gar nicht mehr. Na, es kamen sozusagen Fraktale, also die waren nicht im Add-on dabei. Die kamen halt irgendwann später dann. Aber die Fraktale benutzen halt keine Mechanics mit irgendwas aus den Add-ons. Also man braucht nicht Mounts, man braucht nicht Gleiten. Ja, ja. Und man kann halt auch alle Fraktale spielen, ohne dass man auch nur irgendeinen Add-on hat. Niedliche Taschenraptoren. Genau, die Taschenraptoren, die sind natürlich aus Heart of Thorns. Auch die Dinos hier. So, ja, der fährt einen jetzt wieder bis nach Löwenstein, so. Vorsicht, Taschenraptoren auf dem Rücken. Okay, jetzt lernen wir schon direkt die erste Mechanik, die beim ersten Boss wichtig wird, wenn so Bomben auf dem Boden sind. Man rennt da rein, geht man downstate. Und die macht man weg, indem man mit der Kanone drauf schießt. Das wird auch gleich bei dem Boss wichtig. Genau. Ah, hier sind noch zwei. Ja. Mhm. Muss nochmal schießen. Sollte eine noch gewesen sein. Noch eine. Ja. Ja. Uns geht die Tür auf. Die Wand, da meine ich. Ja, jetzt. So, und das müssen wir auch gleich müssen, muss dann ein Spieler, muss dann auch während des Bosses sozusagen die ganze Zeit an der Kanone sein. Und auf der Boss-Plattform die ganze Zeit die Minen, weil die spawnen da immer wieder neu, die kommen immer nach. Muss der sozusagen die ganze Zeit wegschießen, weil sonst kann das Team, die restlichen vier Spieler, die können sonst nicht anständig kämpfen da unten gegen den Boss. Das ist auch schon alles, was man da wissen muss. Einfach maximalen DPS auf den Boss, nicht in Minen drin stehen, sondern ausweichen und sobald die Minen weggeschossen worden sind, weiter auf den Boss. Das ist alles. Also auf geht's. Rein da, nicht in Minen rein. Wer bleibt oben? Okay. Also ich jedenfalls nicht. Den Heiler sollte man kuscheln. Und einfach volle Kanne auf den Boss mit allem, was ihr habt. Der kriegt hier auch leider Segen, also hier wäre es auch nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der Segen entfernen kann, theoretisch. Und dann kommt eine Mine genau auf den Boss, also raus da. Jetzt ist er weg, also wieder auf den Boss. Weil der hat auch die ganze Zeit Schutz. Und Schutz ist das mit einer der nervigsten Segen, die ein Gegner haben kann. Weil er, wie gesagt, dadurch weniger Damage bekommt. Das heißt, Segen entfernen am besten die ganze Zeit, Minen ausweichen, alle Adds ignorieren. Das denke ich ist im den späteren Fraktalen dann auch ein relativ starker Gegner. Ja, da wipet man tatsächlich hin und wieder mal bei dem Boss. Aber auch hier ist es so, mies sind, genau. Dann sind die richtig hart da. Aber auch da ist es so, je mehr DPS die Gruppe hat, desto leichter wird der Boss. Weil dann ist der mit einer richtig, richtig guten Gruppe, stirbt der sogar ziemlich schnell, der Boss. Also dann ist der gar nicht so schlimm. So,
dann. Das ist jetzt hier, glaube ich, eine der nervigsten Stellen. Hier ist es so, in diesem Labyrinth sind drei Schätze. Da sehen wir auch direkt einen vor uns. Man muss die aufheben und dann sozusagen ans Ende bringen. Auf der Minikarte seht ihr auch das rote hier hinbringen Symbol sozusagen. Das ist jetzt kein schwieriges Labyrinth hier, da kann man sich eigentlich nicht verlaufen, aber man kann auch nicht anständig laufen, während man die Börse hat. Achtung, da kommt so ein weißer AOE da nicht rein. Die Sache ist, das sind diese Augen. Sobald man in so ein Auge reinlatscht, spawnen Gegner. Das heißt, man muss jetzt hier diese Börse oder diese drei Börsen bis ans Ende bringen sozusagen, ohne in diese Augen zu latschen. Wenn man reinlatscht, ist auch nicht so schlimm, da sind halt ein paar Gegner da. Aber man kann sich auch die Börse zuwerfen. Das heißt, sobald ihr die aufhebt, habt ihr so einen Einsatzskill und dann könnt ihr die einfach gerade auswerfen an eine andere Position und ein anderer Spieler kann die dann sozusagen aufheben und weiterbringen. Und so muss man halt so im Prinzip diese drei Börsen bis ans Ende bringen, gemeinsam, und am Ende abgeben. Was macht denn jetzt hier dieses scheiß Auge? Ja. Spinnt das? Tiergefährten von Waldläufern sind übrigens vollkommen egal. Es geht nur um den Spieler. Ja, dann starten wir einfach mal. Also Börse nehmen, jetzt kann Aida Il die hier werfen. Ich fange die auf und dann geht's weiter. Dann es gibt übrigens auch mehrere, also man kann auch jetzt mehrere gleichzeitig holen. Genau, am besten vor irgendwie, dann schmeiße ich gleich eine Börse weiter nach vorne. Ich schmeiß sie. Noch kann ich laufen. Nach vorne, da kannst du reinlaufen in den Audi. Oder so, jetzt schmeiße ich sie nach vorne, Achtung. Kannst du wo ist sie? Da ist sie. Genau, und jetzt kannst du die auch hier einfach weiter nach vorne schmeißen. Da ist irgendwie ins Auge rein. Ja, ist nicht so schlimm. Schmeiß sie mal dahin. Ja. So, und jetzt gebe ich die einfach ab. Dann ist eine schon mal drin. Dann töten wir die Gegner, die hier nerven. Und zwar ein Auge von hinten abnehmen. Wieder. Achtung. Ich schmeiß nicht mehr. So, ah, hier ist so eine Börse. Kann mich nicht mehr bewegen, ich schmeiß es so weit vor, wie es geht. Ich nehme es hier einfach so. Die Augen spawnen auch nach einer Zeit neu, also man kann auch nicht einfach sagen, komm, wir lösen einmal alle Augen aus und töten alle Gegner, sondern die spawnen halt neu nach einer Zeit. Ja, ich renne jetzt einfach zum letzten. Es gibt auch ein Achievement auf T4, das hier zu schaffen, ohne ein Auge auszulösen, aber das habe ich selber noch nicht. Theoretisch ist es halt am besten, wenn man ja so langsam läuft, wenn man wirklich das so viel schmeißt wie möglich. Also man kann im Prinzip so eine Kette machen und die einfach bis ans Ende werfen. Achtung, ich schmeiß. Und am schnellsten. Melonis, wenn du bei uns, bei mir im Discord bist, bei mir im Discord gibt es einen Channel, der heißt Nützliche Links. Und da kannst du das ARK DPS, also das Tool, runterladen. Oh. Ja, aber jetzt hat jemand gefangen. Ich stand einfach da einfach nur. Leg es rein. Okay, hier ist noch eine Singularität, wenn einer braucht. Oder anlabern kann. So, jetzt ist vor uns das Schiff. Das ist jetzt hier ein riesengroßes, nerviges Kack-Event. Das dauert ewig. Zum Glück ist das in verschiedene Phasen aufgeteilt. Wir müssen dieses Schiff, da müssen wir jetzt auch immer einen Schatz... Achso, wir müssen auch den Schatz von Anfang an erstmal mitbringen. Also den wir hier hingebracht haben. Soll ich anfangen erstmal? Ja genau, ich erkläre erstmal. Also diesen Schatz, der jetzt hier ist, den wir hier hingebracht haben, um die Tür zu öffnen, den müssen wir jetzt weiter mitnehmen und auf das Schiff bringen. Sobald wir auf dem Schiff sind, spawnen Gegner... Und es spawnen einmal hier unten, also im Norden, wenn ihr auf die Minimap guckt, einmal im Norden hier am Strand, spawnt einmal ein Schatz, den wir zurück zum Schiff bringen müssen, und im Süden. Allerdings nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und es kommt immer, wenn wir einen Schatz aufs Schiff bringen, spawnt auch immer ein Zwischenboss. Da muss man den Zwischenboss bekämpfen und spawnt der nächste Schatz. Dann bringt man den Schatz wieder aufs Schiff und spawnt der nächste Zwischenboss und so weiter. Und wenn man zwei Zwischenbosse besiegt hat, dann gibt es ein Event, wo man einfach nur ganz viele Gegner töten muss, so viele Gegner wie es geht. Und es spawnen auch Kanonen auf dem Schiff, an die man sogar ran kann und damit schießen kann. Und wenn man genug Geister getötet hat, dann spawnt der Endboss. Und das alles nacheinander, ohne Pause zwischendrin sozusagen. Allerdings, wenn man irgendwas geschafft hat, also immer wenn man den Zwischenboss besiegt, zählt das wie ein Checkpoint. Also wenn man dann wiped, dann startet man sozusagen bei diesem Zwischenboss wieder. Immerhin. Aber auch da können wieder ein paar Leute können auf dem Schiff bleiben, mit den Kanonen schießen. Ein paar Leute müssen dann halt zu dem Schatz und sich dann auch am besten auf dem Strand immer weiter Richtung Schiff zuwerfen sozusagen. Dann macht man schnell
Weg gut. Genau. Gut, dann kannst du starten, Lisa. Okay. Genau, und so können wir jetzt auch hier direkt uns das werfen, um schneller vorwärts zu kommen. Und so machen wir das dann auch gleich, wenn die Schätze am Strand spawnen. Und immer so weit werfen, wie es halt geht. So, und auch hier kann man einfach auf den Endpunkt, das kann man auch immer werfen, das muss man nicht tragen. So. Jetzt müssen wir hier einen Schatz holen. Ich renne mal, ihr könnt ja mal, einer kann ja mal so mittig mitkommen. Wir machen eine kleine Kette. Genau. Ich lass mein Pet mal frei. Also, das kann ich nicht werfen. Attackier, was willst. Genau, und jetzt, sobald der Schatz drin ist, spawnt jetzt hier auch ein Boss. Den müssen wir dann bekämpfen. Das muss dann kurz von den Kanonen weg. Und dann können wir jetzt hier den Boss verprügeln. Also die Boss hätte ich vielleicht doch erklären sollen. Der hier macht so AOEs, die stunnen ein, wenn die auf den Boden fallen. Und wenn jemand von euch einen grünen AOE um sich rum hat, muss man mit dem Team zusammenstehen. Und wenn einer einen roten AOE hat, muss man vom Team weg. Ich glaube, mir fällt spontan ein, ich kenne ein paar Freunde, die sind farbenblind, so das sogenannte. Aber das kann man, glaube ich, einstellen. Ja, es gibt einen Farbenblind-Modus, vergeht was zwei, glaube ich nicht. Ich brauch's nicht, aber. So, jetzt gibt's den zweiten ich Schatz. Ich weiß nicht, ob ich's mit einem anderen Spiel verwechsel, aber ich glaube, das kann man einstellen. Ich glaube, ich weiß nicht, hier gibt's, glaube ich, keinen Farbenblind-Modus in Guild Wars. Ich glaube auch nicht, aber die meisten Sachen haben unterschiedliche Symbole. Also ja. Ich weiß nicht auswendig, was hier wie aussieht, aber man kann sich das ja dann angucken zur Not. Ja, ich hoffe, das gibt's. Oder sonst ein freundliches Mail an Arena. Ja. Mhm. So, jetzt ist gleich das nächste dann spawnt der nächste Boss. Also wieder Boss verprügeln. So, das ist jetzt hier ein roter AOE, da muss man raus vom Team. Weil dann spawnt man auch wieder so ein Feld auf dem Boden, was nervig im Weg ist. Es kommt auch gleich beim Endboss. Also der Endboss kann sozusagen alle Dinge, die hier die Zwischenbosse auch können. Also rote AOE raus. Manchmal kommen auch so AOEs, die einmal quer in so einem Streifen über das Boot gehen. Da dürft ihr nicht drinstehen, weil sonst schleudert euch das so ein Windstoß vom Boot runter. Das hat Flauschi das gerade passiert, abbekommen, genau. Da kommen beim Endboss richtig viele davon. Genau, weil wenn man vom Boot runter geht, dann kriegt man die ganze Zeit Schaden, solange man nicht auf dem Boot ist. Ich denke, das ist auch beim ersten Level relativ wenig, aber ich denke, später sicher mehr. So, und jetzt müssen wir einfach nur Gegner töten, einfach nur Gegner besiegen. Bleib am besten auf dem Schiff. Okay. Genau, mit den Kanonen schießen und wenn halt Gegner Richtung Schiff kommen oder auf dem Schiff sind, dann muss man die halt so bekämpfen. Alle anderen können so lange, wie gesagt, mit also, den Kanonen schießen. Du kannst auch gerne die Kanone, die macht Spaß. Ich weiß nicht, ob macht. Aber dann den Kanonen hilft. Das weiß ich auch nicht. Jetzt sind ein paar hier auf dem Schiff. So, und jetzt spawnt der Endboss. So, mit dem AOE raus. Genau. Mit grünem AOE zusammenkommen. Ja, also der Unterschied ist, beim roten AOE hat man auch noch zusätzlich ein Symbol über dem Kopf und mit dem grünen nicht. Mit roten AOE raus. Der Boss spawnt jetzt in der Ecke. Wobei ich auch nicht weiß, ob man das immer so gut sieht. Also grüne AOE zusammenbleiben.
rote AOE raus. Nicht vom Schiff gepustet werden. Grüne AOE zusammenbleiben. Nicht vom Schiff gepustet werden. Boss ist wieder in der Mitte. Rote AOE raus. Kretzen. Grüne AOE zusammenbleiben. Nicht weggepustet werden. Rote AOE raus. Und das war's. Das war doch erfolgreich. Tipptopp. Was, TikTok? Tipptopp. Achso, ich wollte schon sagen, ist das nicht verboten in den USA? TikTok? Ja. Ich weiß es nicht. Ich informiere mich nicht so über die USA, sorry. Vielleicht auch besser so. Ja, definitiv. Was da alles abläuft jetzt momentan mit Corona und all dem Zeug. So, was hat man noch gesagt, was wir noch für ein Abschlussfraktal machen wollen? Die Sumpflande. Ach ja, Sumpfland war das, richtig.